Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrenzei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und ihre Erkenntnis nährt mir das Leid. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Gestern versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Miss Dirne. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen! Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert,
Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Ich muss einmal kurz an der Stelle auf Pause drücken. Willkommen bei Let's Play Assassin's Creed. Ja, ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich das Ganze mal spielen kann, beziehungsweise hatte das ein Zuschauer vorgeschlagen und ich dachte mir, okay, warum nicht? Ich muss hier einmal ganz kurz in die Filtereigenschaften gehen. Genau, ich hatte nämlich noch einen weirden Filter drauf und den habe ich, jetzt habe ich einfach mal alle Filter rausgenommen. So, ich hoffe, das ist so erstmal zumindest okay. Irgendwas ist gerade ganz weird. Wahrscheinlich, weil ich rausgetappt habe. Okay, am besten gehe ich jetzt erstmal zu irgendeinem Speicherpunkt und lasse dann nochmal... Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Und lasse dann nochmal etwas... dann lade ich das Spiel einfach nochmal neu. Irgendwie ist es ganz weird. Die Farben passen noch nicht ganz... Allerdings ist es so, glaube ich, auch wieder ein bisschen zu viel, oder? Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron sie mit den Erinnerungen ihres Ahnen sind. Okay, cool. Ich muss jetzt gerade erstmal, das Spiel ist ultra alt, das ist von 2007. Ich musste hier gerade erstmal so ein bisschen alles einstellen und man konnte auch vorher nichts einstellen. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Interessant. Gut. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Hat super geklappt. Boah, ich sag euch, das ist gerade ganz weird. Uff. Lol. Es ist gerade irgendwie so richtig weird. Das Fenster passt gerade nicht mal ganz auf den Bildschirm drauf. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle jetzt einmal schneiden kann. Ich habe jetzt wenigstens schon mal die wichtigsten Cutscenes. Deshalb würde ich vielleicht einmal kurz schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich musste mir jetzt die ganze Cutscene nochmal neu anschauen. War super spannend, aber... Joa. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so richtig war. Nein, war es nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, einen umzuwerfen war okay, aber anscheinend doch nicht. Ich verstehe gerade noch gerade nicht so ganz den Sinn. Friedliches Stoßen. Wie soll ich die denn friedlich umstoßen? Jetzt haben direkt 20 Leute ihr Ding weggeworfen. So, what the fuck? Ich glaube, das Tutorial wird ja echt das Schwierigste für mich. So, drücken und halten Sie Umschalt. Was ist, wenn ich es nur einmal kurz drücke? Ich suche mir hier jetzt extra so eine kleine Dingens. Ich halte es jetzt einfach gedrückt. Das scheint zu funktionieren. Lol, okay. Gut gemacht.
Das war interessant. Der unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Drücken und halten Sie Taste 1 für actionorientierte. Was ist Taste 1? Diese? Exzellent. Ah, die anscheinend. Okay, also rechte Maustaste, I guess. Ich habe keine Ahnung. Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Gut. Soll das mal jemand verstehen? Taste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ich hab doch leer gehalten. Ich verstehe es gerade noch nicht ganz. Drücken und halten Sie Taste 1 und leer. Ah, okay. Mann, du Arsch, ich gehe dich verhauen. Mann. Also ich sag euch, das Tutorial zu checken ist hier wirklich das größte Problem. Die Tasten sind ja sowas von weird beschrieben. Taste 1 für rechte Maustaste, ich glaub's wohl. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Drücken Sie... Was ist das wieder für eine Taste? Ich habe doch keine Ahnung. Drücken Sie 2, um die versteckte Klinge auszuwählen. Einfach nur auf die 2? Ich glaube schon, oder? Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Ich bin unschuldig. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Ein Assassine! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Glaubt ihr, mich abschütteln zu können? Ich denke schon. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Da. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. So ist's recht. Verkriech dich, du Ratte. Okay. Abgemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Ich sag euch, das zu verstehen, ist das wirkliche Problem. Und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können.
Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Hallo, ich bin ein Gelehrter. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr, er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempeldach entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Okay, hier komme ich wohl nicht durch. Ich habe noch nicht so wirklich Ahnung, was ich tun soll, was gerade das Ziel ist. Es ist gerade nur irgendwie alles ein kleines bisschen... Lol. Es ist gerade alles ein kleines bisschen dunkel auf der Aufnahme. Das muss ich halt gleich in der Pause mal fixen. Aber ja, gerade ist es halt sehr kontrastreich, das doch auch mal schön. Ja, ich möchte gern meine versteckte Klinge rausholen. Drücke Taste 0 für ein unauffälliges Attentat. Das war, glaube ich, kein unauffälliges Attentat, oder? Ich weiß es nicht. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiyaf kümmern. Lol, allein schon wie die reden. Gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich.
Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz. Es gibt hier immer so diese Dinge. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber dass sie mich hier noch nicht gesehen haben, ist irgendwie schon ein Wunder. Was habe ich gerade getan? Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Okay. Also so wie ich das sehe, muss man allgemein immer diese Taste gedrückt halten. Ich möchte jetzt dort lang. Es ist gerade noch sehr verwirrend, also ich muss hier auch erstmal durchblicken. Wieso will der immer zurückspringen? Ich verstehe es nicht. Geh doch da hoch. Und jetzt geh halt da hoch, okay. Nein, das wollte ich gar nicht. So. Das erstmal zu verstehen ist, glaube ich, schon ein Problem. Und leer und bewegen sie, um eine Wand hochzulaufen. Ah, okay. Okay, okay. Komme ich von hier aus jetzt irgendwie zu den anderen zurück? Oder wie sieht's aus? Oh, Jesus. Ich sage euch, das erstmal zu verstehen wird schon lustig. Eigentlich bin ich ja immer so dieser Learning by Doing Fan, aber jetzt gerade denke ich mir nur so, what the fuck? Aber ja, ich habe das Ganze vor ein paar Jahren schon mal angefangen und jetzt stehe ich halt hier und denke mir nur so, so annoying hatte ich den Anfang nicht in Erinnerung. What the hell? Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja, immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Okay, jetzt soll ich zu irgendeinem Turm... Kann ich hier auch irgendwie so in den Häusern rumlaufen oder so? Okay, so kann ich ein bisschen schneller rennen und so sprinte ich dann, richtig? Genau. Ich bin noch dabei, alles zu verstehen. Und da oben sind halt immer irgendwelche Sachen, aber leicht stoßen ist dieser. Untertauchen, ah, okay. Okay, okay, okay. Ups, das war eigentlich gar nicht der Plan. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich soll jetzt zu irgendeinem Turm gehen, I guess. Wovor flieht er nur? Das ist eine gute Frage. Die kann ich mir gerade selbst noch nicht so ganz beantworten.
Aber ja, das Spiel ist halt von 2007, das darf man halt nicht vergessen. Da ist vielleicht das eine oder andere noch nicht ganz so perfekt. Ich war mir anfangs auch nicht sicher, ob es ein Bug ist, dass die Leute keine Gesichter haben. Nee, springen da mal nicht runter. Also es ist dementsprechend keiner. Boah, man muss sich auch so hardcore an die Steuerung gewöhnen, gerade so mit Sprint und so. Ist richtig furchtbar. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Helligkeit ein bisschen höher stellen müsste. Ich fand es eigentlich, es sieht eigentlich ganz okay aus, oder? Manchmal ein bisschen kontrastreich, aber ist okay. I guess. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Geh weg, du Bitch. Mann. Was ein Cringe. Okay, jetzt soll ich in irgendeine Bibliothek gehen. Ich find's auch lustig, wie die hier so alles kommentieren. Wovon läuft er davon? I don't know. Der Meister erwartet euch. Wo ist der denn? Irgendwo hier? Oder vielleicht oben? Ich meine, diese Treppe wird's hier nicht umsonst geben. Ist das da der Meister? Sieht so aus. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder. Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wo soll ich denn gerade hin?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. I don't know. Vielleicht soll ich da irgendwie hochgehen und dann da oben hoch oder so. Wir probieren es einfach mal. Das Dumme ist, ich werde da gerade sogar als rot markiert. Ich möchte... Das war eigentlich nicht so der Plan, danke. Kann ich irgendwas tun? Ich weiß es halt nicht. Also, ich denke, das wird erstmal... Wie? Okay, ich kann hier irgendwie fallen lassen. Wie? Okay, ich bin irgendwie unten angekommen. Fragt mich nicht, wie. Und auf die Mauer komme ich nicht. Das heißt, ich würde mal interpretieren, dass ich nach unten soll. Und jetzt erstmal in diese Richtung rennen soll. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Mann, diese Mittelaltersprache geht mir irgendwie voll auf die Nerven. Waffen, versteckte Klinge, Wurfmesser. Ich hätte gern mein Schwert. Ja, das ist mir sympathisch. Nur die, also ich werde wahrscheinlich das ganze Spiel wieder die ganze Zeit irgendwelche Leute durch die Gegend schubsen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, das ist die Sprint-Taste. Was halt nicht so ist, obviously. Okay. Ich habe einfach nur die Leertaste gedrückt, I guess. Ich glaube, das ist die Ausweichen-Taste. Fragt mich bitte nicht, wie ich das gemacht habe. Ich kann es euch beim besten Willen selbst nicht sagen. Ich versuche einfach irgendwas und das scheint gerade irgendwie zu funktionieren. Okay, den habe ich einfach nur über den Haufen gehauen. Okay, irgendwie ist es schon ganz lustig, aber das Ganze zu verstehen ist, glaube ich, das wirkliche Problem. Die haben immer so lustige, die reden irgendwie voll lustig. Und ich habe immer das Bedürfnis, die irgendwie zu looten, aber die haben ja nichts. Hier kämpfen noch irgendwelche Leute. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Alles klar. Aber ich würde dann einfach mal an der Stelle die Folge beenden. War jetzt eine sehr chaotische erste Folge. Aber ja, ich muss hier erstmal in alles reinkommen. Und das Spiel hat es mir am Anfang auch echt nicht leicht gemacht. Ich konnte vorher überhaupt nichts richtig einstellen.
Und dann hat es irgendwie auch ganz mit der Helligkeit nicht funktioniert. Und wenn man aus dem Spiel raustappt, dann geht es automatisch in den Fenstermodus, sodass sich dann irgendwie, also dann passt halt das ganze Spiel nicht mehr auf meinen Monitor drauf, sondern ist halt irgendwie viel zu groß. Und da denke ich mir halt auch nur so, what the fuck? Es ist gerade noch alles sehr weird. Ich hoffe, ich komme da irgendwie mit der Zeit rein. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen dann, ob ich irgendwas überhaupt am Checken bin, ob es klappt. I don't know. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich dann auch wie immer sehr und bis zur nächsten Folge.